Da war dann eine Krabbe dabei, ne? Die ist satt geworden. Jetzt haben wir ein Fischfetzen. Moin! Angelschule läuft. Und gestern hat mir jemand unterstellt, der hat gesagt, ihr fahrt nur bei Wind los. Aber wir haben hier immer Wind. Und wir wollen heute mal gucken, ob wir einen Zander mit dem Köderfisch bekommen. Und das werde ich euch dann erklären, wie man es macht. Und wir werden hier heute noch richtig in den Regen reinkommen. Ganz übles Wetter angesagt. Aber für euch machen wir alles. So, Angeln sind so heiß, die sind scharf. Und jetzt gucken wir mal, was das Wetter macht. Und Ausrede gibt's nicht. Ist Fischwetter heute. Warmer Wind, raues Wetter. Ich bin selber gespannt. Walk, come walk with me. Feel the breeze, come walk with me. Oh, and dance. Köderfischangeln auf Zander. Spannend. Am spannendsten finde ich dabei ja, wenn da ein Biss kommt, das ist nicht nur ein Talk, sondern das gibt vorher noch ein bisschen Adrenalin. Man weiß ja nicht, wie groß er ist, ne? Wenn die Schnur da gezogen wird. Aber auch dafür braucht man dann so ein paar Basics, die passen müssen. Eine Ködernadel braucht ihr. Die habe ich hier in so einem Weinkorken. Ich stecke sie da auch wieder rein. Und dann hat man die auch lange. Und findet sie wieder. So, ich benutze total gern die Reiderhaken. Die haben hier noch so einen kleinen Haken seitlich. Vorteil, dieser Haken verschwindet gleich im Fisch und stabilisiert den großen Haken. Und der Zander nimmt den Fisch, schluckt den von vorn und dann könnt ihr den verhaften. So, die Nadel wird jetzt erstmal da reingepickt. Dann ziehe ich ein bisschen weiter da durch. Ups, ich angel hier mit monofiler Schnur. Hier ist keine sehr große Hechtgefahr. Hör zu, dann wird das da so ein bisschen reingeschoben. Und jetzt nadel ich den da mal durch. So, jetzt schiebe ich den Haken da rein. Und jetzt kommt durch den kleinen Haken hier die Stabilität rein. Und das ist perfekt. So kann man auch relativ flott anschlagen. Und der Haken sitzt. So, Montage, Abstandshalter. Ich weiß, ich nerv, Gummiperle, Wirbel haben wir schon mal gezeigt. Aber so kann man perfekt auf dem Zander angeln. Da habe ich hier so ein 40er Blei reingehängt. Hier ist tief, hier ist Strömung. Da muss ein bisschen was ran. Und der Wind wird nicht weniger. Willkommen in Nordfriesland. So, hier ist ein knallharter Boden, Steine. Ich bekomme die Rutenständer hier nicht rein. Das geht dann ganz gut mit so einem Dreibein, mit einer Auflage. Steht immer. Wenn, kann ich noch ein bisschen befestigen, da ist ein Haken, da kann man noch ein bisschen Gewicht einhängen, damit das Ding nicht kippt. War jetzt aber nicht nötig. Hinten kommt die Ablage rein, die ein bisschen breiter ist. Und vorne ist es V, damit die Schnur da sauber durchlaufen kann, wenn der Biss kommt. Der Kameramann hat seine Mütze verloren. Olli! Ja, danke. Nordfriesland. Ja. So. Der Friseur, weniger Haare, ne? Die hat er, ich habe ihn das erste Mal ohne Kappe gesehen, Leute. Und die hat die nasse Kappe auch wieder aufgesetzt. So. Vorne das V.
Da liegt der Blenk nicht ganz auf, die Schnur ist frei. Wenn der Fisch jetzt beißt, kann er die hier rausflippen und kann gehen. Wenn ihr die Schnur jetzt mit Gummi packt hier, bei dem Wind hier, naja, Gummiband und Gummiband, legt sie da in die Aufsparung. Das muss hier auf Spannung, damit der Wind hier nicht einen Schnurklang runterweht und dahinter geht. Dann kommt endlich der Biss und dann ist er verdaddelt. So macht ihr das. Und jetzt können wir nur noch warten, dass hier was passiert. Und wenn das so weiter zunimmt mit dem Wind, müssen wir vielleicht auch noch mal den Platz ändern. Ich will heute einen Zander fangen für euch. Und drücken wir mal die Daumen. So, Schnur aus dem Gummi. Ich hoffe, dass es jetzt nicht die Windmühle war. Einen kleinen Moment muss man jetzt schon warten. Wir wollen das auch nicht übertreiben, weil wenn das ein untermaßiger Fisch ist, dann schluckt er zu weit. Aber ich habe relativ große Köderfische drauf, also so 13, 14 cm. Den hauen die Lutten sich eigentlich nicht so rein. Und aber der Schnurbogen, der ist hier hammer groß geworden. Ich habe den bösen Verdacht, oder? Oder was passiert da jetzt? Spannend, einfach spannend. Gucken wir uns das mal an. Zander rennen im Normalfall richtig los. So, jetzt will ich mal gucken. Oh, da ist aber die Schnur, die geht ganz weit links rüber. Jetzt nehme ich die mal ganz vorsichtig wieder auf hier. Das macht denn keinen Sinn, so einfach blind in den Schnurbogen reinzuschlagen. Ich versuche jetzt mal hier eine Spannung aufzubauen, dass ich so ungefähr Kontakt bekomme zum Köder oder Fisch oder was auch immer. Jetzt kontrolliere ich die Bremse noch einmal und jetzt schlage ich den an und da ist leider kein Zander dran. So. Also der Fisch ist tot, ne? Das Problem ist hier der Wind, deshalb bewegen die Flossen sich hier. Nicht, dass da was unterstellt wird. Also ich kann hier nichts erkennen. Ich denke mal, der Wind hat mir die Schnur aus dem Gummi gepustet hier. Ärgerlich. Fühlte sich aber mal gut an. Das Angeln, ne? Wir werden den Platz wechseln. Kann ja nicht jeder Film Aalfilm werden. Ne? Hier verhungern wir. Und der Wind wird immer böser. Und wir werden nochmal Platz wechseln. Weil ich muss vor dem Zander fangen für euch. Ja, der versprochene Regen ist da, ne? Und hier hatte ich irgendwo gerade eben mal eine Anzeige. Und die Krebse sind überall. Olli sitzt schon am Schirm und läuft die Kamera ab. Da war dann eine Krabbe dabei, ne? Die ist satt geworden. Jetzt haben wir ein Fischfetzen. Aber ich mache da noch mal was Neues drauf. Obwohl wir sind hier wirklich jetzt für die Kamera in der absolut grenzwertigen Situation. Aber wir kämpfen weiter.
So, beim Rankurbeln kaputter Köderfisch, Schiedwetter und er raubt den Fisch von meinen Füßen. So tief ist es da. Weiß ich nicht, ein kleiner Hecht oder Zander. Wir haben alles versucht. Ich habe 20 Fische weggeangelt. Wir machen weiter. Jetzt hat es nicht geklappt, aber der Film ist nicht zu Ende. Und den Zander fange ich euch noch. Bye. Walk, come walk with me. Feel the breeze, come walk with me. Oh, and dance.